Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Wir haben uns heute für diese Folge vorgenommen, ich habe mir für diese Folge heute vorgenommen, dass ich zunächst mal eine Kiste anfertige und die hier hinstelle und da einfach mal all das Zeug reinlege, was ich nicht brauche. Ich habe sehr viel Holz, was mir gefällt, aber was jetzt nicht unbedingt nötig ist. So, und jetzt werden wir erstmal ein paar Schaufeln machen. Ja, 6 Stück sind vielleicht zu viel, aber egal. Denn wir brauchen wahrscheinlich auch eher Spitzhacken und nicht Schaufeln, aber ist ja egal. Denn wir wollen jetzt diesen Tunnel machen. Und dafür müssen wir jetzt erstmal ausmachen, wo beginnt der hier. Auf welcher X-Koordinate? 185. Hier müssen wir später rauskommen und ungefähr auf 217 auf der Z-Koordinate und natürlich auf der, ja, 100, also 185, 76, 217. Das ist ungefähr die Koordinate, wo wir hier rauskommen müssen mit unserem Tunnel. Wir werden das von oben nach unten buddeln, würde ich mal vorschlagen, weil, ja gut, wir müssen eigentlich an beiden Stellen haben wir schon Vorgaben, wo wir rauskommen wollen, aber das ist ja, das kriegen wir schon hin. Ging es hier hoch? Ich muss mal diese Bäume ja abhauen, das ist ja unglaublich, dass man hier nie hochkommt. So. Also hier hatten wir schon festgelegt, wir wollen hier rein in den Erdboden. Jetzt tun wir einfach mal so einen Gang da reingraben, der immer wieder stückweise runtergeht, Block für Block. Wir müssen auf Höhe 76, das heißt, wir müssen 14 Blöcke runter. Noch. Und das war schon mal die erste Schaufel. Aber wir haben ja noch 6 weitere, also alles gut. So. Dieser Gang muss natürlich auch Adrundal-Style werden. Das heißt, da werden wir jetzt ein bisschen Wert drauf legen, wie der aussieht. Das heißt, wir werden den ein bisschen runterschlängeln, nicht einfach eine gerade Treppe nach unten machen. Wir werden den runterschlängeln und ja, unser Zeug ein bisschen machen. Wir machen unser Zeug einfach, ja, würd ich sagen, wir machen einfach ein bisschen unser Zeug und dann geht das hier, dann geht's hier rund. Wie viel Platz ist hier? Hier ist genug Platz. Ich würde sagen, wir schlängeln uns so hier runter und schließen dann da an. Okay. Das wird ein bisschen eine Aufgabe, aber das machen wir. Das machen wir, du. Das machen wir. Okay. Das heißt, wir wollen jetzt hier in die Richtung weiter reingehen. Boah, diese Musik ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. Ich werde meinen Track weiterschalten. Das ist besser. Also, dieses Hardcore-Zeug da jetzt, also das ist mir jetzt im Moment gerade ein bisschen am frühen Morgen. Um 11.33 Uhr, ja, so früh ist es auch wieder nicht zu viel. So, passt das hier? Ja. Ich könnte sein, dass wir zu schnell runterkommen, aber mal schauen. Mal schauen, wie das wird. Hier können wir wieder eine weitere Stufe runtergehen. So, jetzt brauchen wir langsam schon Fackeln. Also man sieht, worauf was hinausläuft. Ich will Stück für Stück runtergehen und diesen Gang bis da runterführen. Das wird jetzt unser Ziel sein. Hoffentlich schaffen wir in dieser Folge noch den Durchbruch. Ach, Durchbruch. Mein Gott. Wir haben letztens hier bei uns in der Stadt so einen Bahntunnel durchgebrochen. Da war als erstes am ersten Tag, wo sie durchgebrochen haben, haben sie so eine kleine menschengroße Tür reingeschlagen. Aber inzwischen haben sie das Loch erweitert. Okay. Ja doch, ich glaube, das könnte bis Höhe 76, 10 Blöcke noch. Ja, wir schauen mal, ne? Wir schauen mal, wie es wird. Aber ich denke, von der Grundstruktur her wird es schon was werden. Wie gesagt, beim kreativen Bauen einfach probieren und dann wird das schon.
So, jetzt müssen wir hier langsam mal die Kurve machen. Ja, machen wir schon die ganze Zeit, aber egal. Okay, der Abschnitt sieht doch schon gut aus. Wir bauen uns hier rein. Hier stößt man nicht mit dem Kopf an. Vielleicht sollten wir es dann noch, wenn wir das dann fertig haben, so weit ausbauen, dass man auch mit Pferden, wenn wir dann mal welche haben werden, nicht anstößt. Aber das kommt noch, das liegt in der Zukunft. Als erstes müssen wir ja generell mal diesen Gang hier bauen. Ja, jetzt bauen wir schon wieder. Wir werden bald Spitzhacken brauchen, aber das ist ja kein Problem. Die können wir schnell craften. Bin nur gespannt, ob wir das treffen, wo wir da rauskommen wollen. Da bin ich wirklich gespannt, wie es letztendlich aussehen wird. Ja, sieht doch schon mal eigentlich ganz vielversprechend aus. So, jetzt müssen wir weiter runden und hier in die Richtung müssen wir nämlich. Ungefähr da ist unser Anschlusspunkt, auf dem wir zuarbeiten. Und hier ist Kohle in der Wand. Ist ja schön, vielleicht lassen wir die sogar als Deko-Element, wobei ich das nicht glaube, weil ich die Wände nicht gern aus Erzen und Cleanstone gestalten würde, sondern mehr so koppelmäßig. Aber gut, das wird sich auch entscheiden. Jetzt wird mir der Gang ein bisschen zu gerade, aber das können wir auch ändern. Schon haben wir das geändert. Wobei diese Wand gefällt mir nicht so. Ja, so ist das schon viel besser. Genau. Was hätte ich noch anzusprechen? Also wie gesagt, die haben bei uns hier auch so einen Bahntunnel durchgebrochen letztens. Ja. Generell solche Tunnel, also ich finde es irgendwie immer beeindruckend. In der Realität, all diese Bauarbeiten und so, dauert voll lange. Unsere Schule ist so renovieren bis 2017 Jahre lang und so. Und Bahntunnel durchbrechen und wenn man da durchschaut, also da sieht man sofort wieder, wo es angefangen hat und wo es endet. Also groß ist der Bahntunnel nicht. Warte mal, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir uns hier bei der 185. Alter, krass. Wir müssen uns schauen, dass wir uns da jetzt ein bisschen einebnen, nicht, dass wir da jetzt gleich irgendwo rauskommen, wo wir nicht rauskommen wollen. 82, ja. Wird schon. Und ich finde es krass, wie lange sowas dauert. Ich meine, dieser Bahntunnel, man sieht, wenn man reinschaut, sieht man schon das Ende. Also lang ist der nicht, groß ist der nicht. Aber ja, trotzdem hat das einige Zeit gedauert, da durchzubrechen. Und auf unserer ganzen Welt, die Menschen aufgebaut haben, steht so viel Zeug und Städte und Riesengebäude und Architekturen, was weiß ich nicht alles. Und das alles wurde ja irgendwann mal... Oh, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Das alles wurde ja irgendwann mal gebaut und gemacht und... Ja, ja. Wir müssen bis 185 auf der X. Bis 217 auf der Z. Also buddeln wir uns hier so schräg jetzt runter. Und, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, wie gesagt, es steht so viel auf der Welt, was die Menschen geschaffen haben. Und so viel Zeug, was gebaut wurde im Laufe der Zeit. Und das hat teilweise bestimmt auch ultra lange gedauert. Und trotzdem haben wir so viel aufgebaut und geschaffen und gemacht. Also ich finde das krass. Und hier in Minecraft baut man mal schnell mal irgendwie so ein Gang, ich breche mich hier durch den Berg in einer Folge, beziehungsweise in einem Minecraft-Tag, jetzt ist schon wieder Nacht, wo im echten Leben die Leute, keine Ahnung, Monate gebraucht hätten. Naja, gut. Aber es gibt auch entsprechend viel mehr Leute, die an der richtigen Real World arbeiten, als hier an irgendwie so einer Minecraft-Welt. Deswegen weiß ich nicht, ob man das unbedingt so vergleichen kann jetzt, aber ich finde es trotzdem immer spannend, weil jede Straßenlaterne, die irgendwo steht, muss irgendwann mal gebaut worden sein. Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, also bis so eine Straßenlaterne steht, vergehen schon ein paar Stunden. Ich weiß nicht, ist dann schon ein Arbeitstag weg? Also ich kann das nicht so gut einschätzen.
Aber es vergeht auf jeden Fall schon einige Zeit, bis zum Beispiel irgendwie so eine Straßenlaterne steht und das ist zu dicht. Ja. So, 79. Wir müssen bis 76, dann sind wir schon gleich unten. Ja, okay. Gut. So, 200. Wir müssen hier bis 185 und 117, Alter. Naja, und ich find diese Dimension einfach immer beeindruckend. Hier die Welt dauert so lange, bis da einer irgendwie was macht und so. Aber es gibt halt einfach, mehr Menschen, das ist halt das. Wenn es in Minecraft 8 Milliarden Menschen gibt, die irgendwie an so einer Welt bauen, dann würde ich sagen, ja, dann geht's auch in Minecraft recht schnell. Beziehungsweise es baut ja nicht jeder irgendwas, aber es gibt schon viele Menschen, die halt was bauen. Ne? Also das ist schon, ja. Mein Gott, rede ich in Blödsinn. Na gut, musste mal gesagt werden. Finde ich total beeindruckend. Das ist unglaublich, du. Boah, dieser Gang wird langsam schon lang, ne? Also, und wir brauchen immer noch einiges, bis wir da jetzt ankommen letztendlich. Na gut, aber das machen wir schon. Ich habe die Koordinaten schon richtig aufgeschrieben, oder? Langsam wird's ja gruselig. Ne, doch, das schaffen wir schon. Das machen wir schon. So, wir müssen auf 2 Blöcke runter noch. Ja, wir könnten, ja, wenn ich mir so recht überlege, wir könnten eigentlich schon recht gut auf unseren Zielpunkt stoßen. Wir müssen das nur ganz geschickt und gewitzt angehen. Und die Fackel wegschlagen. Weil die brauchen wir ja nicht. Wir müssen ja nichts sehen hier. So. Sorry. Ich habe noch gelegentlich meine kleinen Huster, die ich nicht unterdrücken kann. Obwohl ich es gern würde. Weil es besteht ab und zu definitiv keinen Grund für mich zu husten. Ich habe nichts irgendwie mit dem Hals und so, aber mein Körper denkt sich so, yo, jetzt wurde Zeit, mache mal. Machen wir mal ein bisschen husten. Oh, ich höre Zombies. 85 und 217. Okay. 85 in der Richtung. Das kriegen wir sogar recht gut alles hin, würde ich sagen. Cool. Ja, von der Höhe müssen wir noch eins runter dann. Ja, das wird schon. Das machen wir schon. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir uns jetzt so runterbauen, statt dass wir uns hochbauen. Ich glaube, das funktioniert besser. So, wir müssen nur darauf achten, dass der Gang, wie gesagt, ein bisschen detaillierter wird. Und dass die Stufen nicht zu nah aneinander liegen, aber ich glaube, das passt eigentlich so vom Abstand. Habe ich hier noch einen angefangenen Stack? Ja, den habe ich. So. Ach, ich will aber noch in dieser Folge einen Durchbruch machen. Wir machen noch den Durchbruch in dieser Folge. Durchbruch. So sieht es aus. Okay, jetzt kommt hier gleich Gravel runter. Geil. Toll, das zerstört mir die ganze Höhlendecke, muss ich zuschütten. Ja, ist schon recht. Na gut. In letzter Zeit habe ich irgendwie recht wenig zu reden, muss ich sagen, aber ja, wir bauen halt hier unser schönes Zeug und ich hoffe wirklich, dass wir hier richtig rauskommen. Warte mal. Also 217 haben wir gleich und 85 haben wir auch bald, also jetzt gehen wir noch einmal runter und dann sind wir schon bald da, würde ich sagen. Boah, was ist das für eine ätzende Gravel-Ader hier?
Ja, ich glaube, wir kommen perfekt an. Also so mehr oder weniger, aber wir kommen an. Wir kommen gut an. Das ist die Hauptsache. Und dieser Gravel hier, mein Gott, der nervt mich gerade. So, jetzt gehen wir hier noch ein letztes Mal runter. Und dann werden wir jetzt mehr oder weniger in diese Richtung gerade hier weitergehen, weil wir sollten dann gleich durchstoßen. Und dann ist auch die Folge perfekt zu Ende. Und dann habe ich das Pensum, was ich schaffen wollte, tatsächlich geschafft. Na, ist ja super, da freuen wir uns alle. Und da öffnen wir uns eine Spezi. Eine Paulaner-Spezi oder eine Leikheim-Spezi mit diesem lustigen Plopp-Verschluss. Ach ja, Spezi. Oh, ich hätte ein Thema, was ich in der nächsten Folge ansprechen könnte. Wenn ich nicht vergesse oder auch nicht ansprechen könnte, wie ich gerade lustig bin. Auf der richtigen Höhe sind wir jetzt. Yo, da sind wir. Alles klar, gut. Das ist doch super. Das gefällt mir doch so. Dann kommen wir hier perfekt raus. Ah ja, genau, hier ist unser Gang. Ja, ist doch super. Hier ist unsere letzte Stufe und hier kommen wir raus. Also, das haben wir Gott sei Dank perfekt abgepasst. Und jetzt sind wir hier in unserem lustigen kleinen Raum. Ja, und dann müssen wir uns auch drum kümmern, den Gang auszugestalten und so. Aber das ist das Stück für Stück. Also nicht allzu hektisch. Hektik ist nicht gut. Beziehungsweise, warum will ich es überhaupt für Pferde machen? Weil, ich meine, durch diese Tür passt sowieso kein Pferd. Na, egal. Oh, ich habe den Steiner gerade wieder hingesetzt. Alles gut. So. Alles klar. Ist doch schön. Also, nee, wirklich, das gefällt mir. Jetzt müssen wir das nur noch ein bisschen ausgestalten. Diesen Block kriege ich doch wieder weg. Und dann können wir schon... Oh, ist wieder Tag, sehr schön. Und dann können wir schon schnell nochmal ein paar Treppen hier setzen und dann lassen wir es auch gut sein für diese Folge. So. Also. Dass man hier gut die Stiegen steigen kann. Der Block gefällt mir nicht ganz so. Ja, machen wir es doch so. Huch, na, das ist mir ein bisschen zu komisch. Mach ich den Block doch wieder weg. Ah ja, gut. So. Ja, da lösen wir das so. Beziehungsweise können auch hier sowas machen. Ah, sehr schön. Und hier geht's dann wie gefluppt. Beziehungsweise... Machen wir, ja, genau so. Da haben wir die Stufen teilweise ein bisschen dicht gesetzt, aber das ist okay. Können das ja noch jetzt ein bisschen weiterziehen. Die Schaufel ist kaputt. Gut, dass wir so viele Schaufeln gemacht haben. Wunderbar, da haben wir doch unseren Tunnel. Man stößt sich nirgends auch eine andere in den Kopf an. Das ist gut, auch immer sehr wichtig. Und dann kommt man hier raus. Ein bisschen mit Fackeln noch ausleuchten hier. Perfekt. Tagesziel erreicht, beziehungsweise Folgenziel erreicht. Na gut, so schlängelt tut er sich nicht. Hier geht er eigentlich ziemlich gerade. Aber ich find's schön. Jetzt haben wir hier eine Connection nach hier oben. Genauso wie wir es wollten. Den Gang müssen wir noch ein bisschen ausgestalten. Diese Spinne muss getötet werden.
Und dann verabschiede ich mich von dieser Folge wieder 20 Minuten. Das war's. Erstmal Brot. Und auf Wiedersehen.